Hey und willkommen zurück zu einer weiteren Map von Shade, beziehungsweise zur ersten Map von Shade. Die erste ist leider, da ist die Aufnahme kaputt gegangen. Und deswegen spielen wir jetzt eine neue Version. Ich glaube, Shade war ziemlich happy, als er im Stream gehört hat, dass sie kaputt gegangen ist, weil er hat gemeint, yo, juckt mich nicht, ich habe eh eine coolere gemacht. Und die spielen wir jetzt. Ich hoffe mal, dass das alles soweit funktioniert. Und dass das alles, oh, man kann die nicht an die Dings dran setzen. Vielleicht möchte ich das auch noch adden. Oh, ich merke immer wieder neue Sachen, die ich komplett verpeilt habe. Na toll. Ich hoffe mal, dass das so funktioniert. Jawohl. Und wir haben auch schon eine neue Version drin. Wir haben tatsächlich auch noch die alten Partikel. Heißt, es dürfte auf jeden Fall irgendwo im Orange-Update sein. Das Icon war auch orange von der Map. Ich weiß nicht genau, was es gewesen ist. Auf jeden Fall sehen wir, er benutzt dieses Feature, dass wir es da nicht draufsetzen können auf jeden Fall. Und er sagt auch wirklich dann so, wir sollen es wirklich genau da draufsetzen. Interesting. Gut, okay, den Cube müssen wir hier lassen. Und dann geht es in diesen riesigen großen Raum. Ach so! Es ist tatsächlich die Box inside of the box inside of the box. Also die Paintbox. Ah, deswegen heißt es die Paintbox-Box. Okay, jetzt macht alles Sinn. Knopf. Ah, damit kann ich die Sachen neu spawnen. Okay. Okay. Und ich bin schon voll verwirrt, dass hier keine unsichtbaren Münzen aufploppen oder sowas. Oh mein Gott, jetzt das muss ich noch ausschalten. Eine Sekunde. Wie mache ich das eigentlich? Da. Okay. Ich bin schon richtig verwirrt, dass hier keine Münzen auftroppen will, weil ich halt so viel Mario Odyssey gespielt habe und mir so denke, was ist denn hier los? Voll ungewohnt. Und ich muss sagen, Mario Odyssey, Riesenempfehlung. Ist der Wahnsinn. Also es ist wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel. Da ist ein Laser. Okay, den kann ich nicht mitnehmen, oder? Dann verschwindet es direkt. Okay, also ich mach mal so. Mario Odyssey ist wirklich der Wahnsinn gewesen. Also ich habe wirklich sehr, sehr viel Spaß gehabt und das sieht irgendwie sehr, sehr viel gelblicher aus, als ich gedacht habe. Muss ich es in der Zeit aber wieder zurückschaffen oder muss ich, oder soll ich einfach den, ich kann den einfach den Würfel mitnehmen. Ich nehme ihn einfach mal so mit und gehe nochmal ganz hoch und nehme den anderen Würfel nochmal mit. Dann habe ich beide. Ich weiß nicht genau, was mir der jetzt bringt, der zweite, aber das wissen wir dann am besten. Ich packe ihn mal dahin und nehme den mit. Okay, gut, also es scheint auf jeden Fall die Orange-Version zu sein, weil die mit den Cubes funktioniert. Okay, wir können uns hier draufsetzen, ja, das ist ganz cool. Ah, nice, da freue ich mich doch schon. Ich hoffe mal, ich denke mal, das ist noch nicht das Update, wo es gefixt ist, dass er dann den richtigen Würfel nimmt, wenn ich mich sneake. Doch, tatsächlich, okay, alles gut. Dann ist ja alles nice. Was muss ich denn jetzt machen? Ach, da. Okay. Und da. Und jetzt muss ich dann darüber gehen, den nehmen und da hoch. Ach, ich liebe das. Er hat letztes Mal in seiner alten Map auch diesen Laser verwendet, hauptsächlich. Und er ist auch einer der Ersten, der das die ganze Zeit nur gemacht hat. Ach, Mann. Das ist natürlich doof. Moment. Das kriegen wir aber nochmal hin. So. Ich finde es cool, wie das mit dem Shader aussieht. Ah, doch nicht. Okay. Also, hier kann es teilweise sein, dass der falsche Würfel ausgewählt wird, wenn ich sneake. Das habe ich versucht, in der neuen Version zu fixen. Ich hoffe, dass es funktioniert hat. Wenn nicht, sagt mir Bescheid. Neueste Version dürfte bei euch online sein, seit dem 4.11. Die Geburtstagsversion von mir, genau. Stimmt ja. Dürfte eigentlich alles gleichzeitig online gegangen sein. Ich habe nämlich... Es gibt nämlich richtig coole Features bei Patreon... Was passiert? Ist der zweite Würfel auch verschwunden? Ah, okay. Deswegen habe ich geupdatet. Seht ihr das? Deswegen braucht ihr das Update. Ich mache Folgendes ganz kurz. Ich nehme mal den hier und packe den mal kurz dahin. Den anderen hole ich mir kurz mal. Es ist nämlich möglich, warum auch immer, dass einer von den beiden Würfeln dann verschwindet. Der zweite Würfel ist einfach weg. Ich mache mal ganz kurz, ich spawne das nochmal kurz neu alles. Und hole mal kurz die beiden Würfel. Deswegen habe ich das Update gemacht. Also falls ihr eure Version noch updaten könnt, bevor ihr sie hochladet, updatet auf jeden Fall auf 3.2. Das dürfte wahrscheinlich noch in 3.1 gewesen sein oder sogar noch 3.0, weil Shade, glaube ich, kein Patreon ist. Deswegen, yo, also 3.2 ist sehr, sehr wichtig. Müsste geupdatet sein, müsste zum Download bereitstehen. Ja, er verschwindet einfach. Okay. Das ist natürlich sehr scheiße. Ach, Mann. Das passiert logischerweise... Nicht wegen ihm, weil er die Map schlecht gemacht hat, sondern wegen mir, weil ich die Redstone verkackt habe. Ich habe da irgendwo... also es liegt daran, an dem Stacking und an dem Villager, der zum Abbauen ist. Ich sollte vielleicht einfach nicht sneaken. Ich versuche mal nicht zu sneaken. So. Und das war einfach den Fehler, den ich gemacht habe im Redstone. Also das liegt jetzt nicht an der Map hier. Da habe ich mal wieder gefailt. Ja, toll. So. Hier dürfte noch ein Laser sein. Yes. Okay, kurz mal dahin. Oh, nicht sneaken. Dahin. Gott, jetzt muss ich aber echt aufpassen. Okay, kann ich da dran? Schaffe ich das? Jawohl. Hammer. Okay, und jetzt haben wir den dritten Würfel auch. Ziemlich cool. So mag ich das. So finde ich das richtig cool. Ich weiß nicht, solche Würfel langsam holen
Finde ich immer noch am nicesten. So, jetzt weiß ich aber nicht, wo genau der Würfel hin muss. Auf die drei Dinger hier vielleicht drauf? Das wäre lustig. Aber ich kann es irgendwie schwer draufsetzen. Okay. Gott sei Dank war das der Würfel, der A-Würfel. Das hätte ich jetzt nämlich nicht gewusst, welche von denen das war. Das hätte ich wieder suchen müssen. Na toll. Okay. Was mache ich mit den drei Würfeln? Oder hätte ich einfach da hochgemusst? Oh Mann. Kurz mal ganz kurz nachschauen, was da oben abgeht. Nee, oder? Nee, wie hätte ich das denn machen sollen? Dann nicht hier oben gewesen, hätte ich drei Blöcke. 1, 2, 3 und... Nein, das wird nicht klappen. Okay. Das macht schon mal keinen Sinn. Doch, da oben muss ich hin. Doch. Okay. Also ich muss schon da hoch, aber es war jetzt nicht so, dass wir das da draufstellen. So, die Torches muss ich auch unbedingt noch aus dem Kill-Command rausnehmen, dass sich die Cubes nicht killen, wenn sie auf Torches sind. Eieiei. So, sieht aber ziemlich cool aus hier, muss ich sagen. So, zack. Dubidubidu. So, okay. Ich schätze mal, er hat es im Game Mode 1 gemacht. Ansonsten... Okay. Nur zwei Cubes müssen mit nach oben. Also, kriege ich beide rein, theoretisch? Bin ich noch im Game Mode 1? Nein. Okay, ich finde das so cool, dass es funktioniert jetzt. Ich finde das richtig cool. Ich bin richtig happy. So, komme ich da... Oh, komme ich da so hoch? Oder... Moment... Jetzt komme ich natürlich überhaupt nicht mehr hoch, ne? Jetzt bräuchte ich eigentlich... Normalerweise bräuchte ich jetzt einen Checkpoint oder sowas. Beziehungsweise irgendwas... Oh, das funktioniert. Okay. Puh, knapp. Wird nur knapp, wenn ich dann plötzlich gar kann... Muss ich den hier mit draufstellen und dann... Ich kriege trotzdem den Jump Boost. Das wusste ich gar nicht. Okay. Das ist interessant. Vielleicht kann ich das ja noch einbauen, dass sie sich dann weiterfärben. Wenn einen Infuser dran ist, dass dann quasi die anderen da mitgehen. Ziemlich abgefahren wäre das. Ach so, ich muss... Okay. Also wir haben einen Würfel schon mal hier. Oh, warte, nein, den brauche ich noch. Oh Gott, langsam wird es echt ein bisschen kompliziert. Hilfe! Okay, warte. Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich den jetzt hier oben lasse, ob ich da nicht mehr hochkomme. Schaffe ich das dann noch? Ich kriege ihn nicht, ne? Nee, weil der nämlich eigentlich so in die Ecke müsste. Arg! Das ist ein bisschen schade. Das funktioniert nämlich nicht ganz, weil ich darauf nichts setzen kann. Ich nehme den mal kurz mit. Ich glaube, es liegt einfach daran, dass es im Game Mode 1 getestet hat und da normalerweise man es auf jeden Block setzen kann. Das ist ja auch ein bisschen weird. Ich muss noch ein paar Blöcke hinzufügen, dass man wirklich den auf jeden setzen kann. Auch auf solches... Selbst, ich glaube, der hat wirklich jeden Würfel, jeden Block rausgesucht, auf den man es nicht setzen darf. Oder hat absichtlich welche entfernt, weil ich... Habe ich wirklich so viele Blöcke vergessen, dass wirklich jeder zweite Block hier... Das ist ja bescheuert, das ist ja richtig peinlich, Manu. Shade, weißt du, du exposed mich hier immer. Deswegen habe ich deine Map auch nicht genommen. Ich Angst hatte. So, zack. Und jetzt müssen wir da hoch... Und können auf beiden Seiten hoch. Also kann ich auch meinen Laser ganz kurz dahin chillen. Bam. Okay. So, es ist so dunkel. Ich hoffe mal, dass man das überhaupt alles sieht. Es tut mir wirklich leid, falls nicht. Warte mal, ich muss ganz kurz mal schauen. Okay, gut. Nehme ich überhaupt auf? So. Ja. Ciao. So. Hier hoch. Und dann, oh Gott. Also... Ich muss mal hier echt lassen, das ist auch cool. Ich mag das auf jeden Fall, das Design. So, ich hoffe, ich habe immer nur Angst, dass der zweite Würfel kaputt geht. So. Muss ich den mitnehmen dann? Ja, ne? Oh. Er hat mich. Okay, der Würfel hat mich. Keine Sorge. Oh, da ist die Freiheit. Holy shit. Okay, das war krass. Boah, ich habe gerade voll Panik bekommen, dass ich das alles nochmal machen muss. Okay. Sau schick. Hammer. Okay, den Würfel kann ich leider nicht mitnehmen. Wir gehen mal runter. Schau's. Warte mal. Die Box war auch nur in der Box? Ach du Scheiße. Okay. Und wird das jetzt noch krasser? Wirklich?